Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls heute für den 4. Advent und zwar ist es der 20.12.2020. Ja, heute ist das letzte Mal, dass ich eine Gewinnverlosung hier mit euch durchführen darf, beziehungsweise eine Live-Ziehung, denn heute ist schon der 4. Advent, die Zeit ist so schnell umgegangen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude an dem Gewinnspiel und es heißt ja nicht, dass es jetzt das allerletzte Mal gewesen ist, aber jetzt natürlich für dieses Jahr und für die Weihnachtszeit ist es heute das letzte Mal, dass ich noch jemanden gleich hier schön ziehen darf. Das mache ich aber natürlich gleich wieder zum Schluss. Erstmal werden wir uns die Engeleinchen angucken, was wir hier heute für Botschaften haben. Ich habe drei Karten gezogen, drei Engelbotschaften. Entscheide ich aus dem Bauch heraus, ob es die erste, zweite oder dritte Botschaft sein darf. Oder natürlich wie immer und nicht nur sonntags und auch nicht nur zum 4. Advent, auch natürlich zwei oder drei Botschaften. Ich starte mit der ersten Botschaft, mit dem ersten Engeleinchen. Oh, da haben wir den Herzensschlüssel gezogen. Wow. Och, wie schön, Herzensschlüssel. Sei gewiss, dass alles, was geschieht, nur der Heilung deiner Seele dient. Nutze diesen Herzensschlüssel dazu, alte Muster aufzulösen. Ja, und wenn auch gleich euer Name nicht gezogen wird, aber ihr habt das erste Engeleinchen gewählt, ist das doch so ein tolles Geschenk. Ihr kriegt sozusagen einen Schlüssel ja, zu eurem Herzen, aber auch ja, nach außen hin. Ne? Ihr dürft sozusagen, ja, ich sage ja immer wie im Innen, so im Außen und umgedreht auch, aber ihr dürft etwas auflösen. Ihr dürft etwas, was ihr auch schon angeschaut habt, was ihr bearbeitet habt, wo ihr vielleicht jetzt gerade selber denkt, ich bin in den letzten Zügen und dann habe ich es endlich hinter mir, ich habe es geschafft. Und der Herzensschlüssel, der, ja, ich will gar nicht sagen, dass er nochmal euch wie so eine Motivation euch vielleicht auch darstellen soll, dass jetzt ist wirklich dieses endlich Bereinigte, Gereinigte und dieses nach vorne gehen, das passt so schön auch. Ne? Wir haben im Endeffekt bald das neue Jahr und es ist immer ganz toll, wenn wir gewisse Sachen, gewisse Situationen, auch gewisse Menschen vielleicht im alten Jahr lassen können und wo wir wieder glücklich nach vorne schauen dürfen, weil wir viel, viel Kummer hatten und ja, viele Themen vielleicht auch. Und wenn man in Anführungsstrichen auch nur ein großes Thema hat, das ist natürlich sehr, sehr belastend. Und die Seele, ja, die ist nun mal unser alles und genauso wie unser Herz. Und wir sind, das ist ja alles eins. Und es ist so schön, wenn wir nochmal sozusagen jetzt als, ja, bildlich gesehen auch diesen Schlüssel zu unserem Herzen, zu unserer Seele auch bekommen und endlich das Alte abschließen dürfen, auflösen dürfen, alte Muster, wie es hier so heißt, und nutze es nochmal als kleines Tool, kleines Hilfsinstrument, diesen Schlüssel, auch bildlich gesehen oder einfach für dich, wenn du dir es wirklich auch bildlich vorstellen kannst, auch in deinem Gedanken, dass du etwas abschließt und was ganz Großes, Neues, Schönes wartet auf dich. Und ihr wisst, dass ich den Tagesimpuls immer weitreichender nehme. Vielleicht hast du aber gerade wirklich so ein Thema, wo du sagst, da bin ich jetzt wirklich froh, wenn das dieses Jahr gehen darf und wenn ich das vor allen Dingen auch im alten Jahr lassen darf. Und mit dem Herzensschlüssel kannst du es abschließen. Also ganz, ganz klassisch abschließen und nimm aber den Herzensschlüssel auch direkt auch für die Öffnung, für deine Seelenöffnung, für deine Herzöffnung und für alles einfach, wo du wirklich wieder Hoffnung auch schöpfst da draus und auch die Hoffnung spürst und auch den Glauben. Und ich sage ja immer, ihr müsst da nicht an irgendwen da oben glauben, einfach an euch selbst auch. Und ja, ich sage auch ganz ehrlich, das ist auch nochmal so, diese Motivation, aber auch diese Wertschätzung an euch, das ist nur dieses kleine Stückchen, wo ihr vielleicht noch am Zweifeln seid, ob das wirklich weggehen darf oder weggehen wird, weggehen kann. Ja, aber durch den Herzensschlüssel kriegt ihr dieses Symbol halt auch nochmal. Ja, jetzt ist es an der Zeit, diese alten Muster, diese alten Themen, Situationen, Personen wirklich dazulassen. Und vielleicht habt ihr noch in den Weihnachtstagen halt auch nochmal die Möglichkeit, da auch nochmal Innenschau zu halten zu euch und diesen Herzensschlüssel wirklich anzuwenden, weil ich find den einfach total klasse und ich finde das ganz schön, wenn ich euch diesen überreichen darf. Und ich möchte jedem Einzelnen von euch, wer die Karte 1 gezogen hat, möchte ich diesen Herzensschlüssel wirklich aus tiefstem Herzen auch überreichen und möchte euch wirklich da auch,
Ja, ich möchte euch natürlich weiterhin auch auf euren Weg begleiten. Ich hoffe, das mache ich. Viele geben mir das Feedback durch die Morgenimpulse auch, dass man dadurch auch nochmal so ein bisschen für sich den Tag ein bisschen schöner gestalten kann, beziehungsweise auch weiß, was halt ansteht. Und symbolisch möchte ich euch gerne an diesen Herzensschlüssel auch dafür überreichen, dass ihr weiterhin auch an euch glaubt und diese Impulse auch für euch wirklich auch annimmt und auch schaut, dass ihr daraus was macht, weil ihr seid alles wertvolle Menschen. Und ganz, ganz wichtig ist, wertvolle Menschen zu sein, ist nicht selbstverständlich. Und dafür ist es aber auch wichtig, auch sein Glück auch spüren zu können und auch zu dürfen. Und das darfst du ab sofort sowieso, weil du hast ganz, ganz viel, was du bearbeitet hast und was du jetzt auflösen darfst, abschließen darfst und dich neu entfalten darfst vor allen Dingen. Und die zweite Botschaft? Die Bestimmung. Okay. Bestimmung. Folge dem Stern deines Lebens. Dann wirst du am Scheidewegen die richtige Entscheidung treffen. Wow, das ist ja mal ganz kraftvoll. Guckt euch mal die Karte auch mal an. Ich lese sie gleich nochmal vor, weil ich finde es einfach, es geht so runter wie Öl, wollte ich gerade sagen. Bestimmung. Folge dem Stern deines Lebens. Dann wirst du am Scheidewegen die richtige Entscheidung treffen. Wow, ich finde das echt total toll. Da muss ich mal kurz atmen. Auch mal durchatmen. Folge dem Stern deines Lebens. Ist das nicht schön? Und ja, ist das nicht toll, wenn man so einen Impuls bekommt und man ist auf dem richtigen Weg, wird damit gesagt. Dieses Engeleinchen sagt dir ganz klar, du bist auf dem richtigen Weg. Und alle Entscheidungen, die du jetzt treffen sollst und vielleicht auch heute oder jetzt in den nächsten Tagen oder was du gerade im Kopf hast, die sind auch wirklich richtig und auch wichtig für dich, für dein Leben, für dein Glück, für dein Vorwärtsgehen, ja, für deine allgemeine Bestimmung, auch hier auf Erden zu sein. Wir sind alle Persönlichkeiten, wir sind alle einzigartig, wir sind ein Individuum und wir sind nicht in Anführungsstrichen umsonst zu dieser Zeit auch geboren, auch mit dieser herausfordernden Zeit. Wir sollten es durchmachen und ich sage ganz ehrlich und ich sage es euch immer wieder auch in anderen Orakeln, auch in den Tagesbotschaften, wo Dunkelheit ist oder mal Wolken da sind, da kommt auch wieder Licht. Und wie schön ist es, wenn wir wissen, dass es weitergeht und dass wir auch richtig auf dem Weg sind, also auf unserem Weg. Es muss nicht für jemand anders der richtige Weg sein, auch ganz, ganz wichtig, weil wir müssen uns nichts aufdiktieren lassen und wir müssen uns auch nichts vorschreiben lassen. Und das ist immer so, wo ich wirklich immer an jeden appellieren möchte, auch in meinen Coachings. Ihr habt alle eure eigene Meinung und ihr habt alle eure Bestimmung hier. Und der eine ist so, die andere ist so und der dritte ist wiederum nochmal ganz anders. Und das ist so gut so, weil aus diesem ganzen Puzzle existiert auch die Welt. Und aus diesem ganzen Puzzle können wir die Welt auch wieder schön machen. Und ich sage euch immer wieder, lasst uns positiv nach vorne schauen. Und du triffst auch deine richtigen Entscheidungen. Vertraue dir selbst, vertraue deiner inneren Stimme. Und das wird ganz essentiell wichtig für dich sein, weil sonst hättest du diese Karte auch nicht gezogen. Vielleicht bist du wirklich im Zweifel, ob das dein richtiger Weg ist, ob das der richtige Weg ist. Ihr wisst, immer kann man das nicht zu 100% sagen. Aber wenn du es fühlst, und alles, was du dafür selbst machen konntest, vorbereiten konntest und vielleicht auch noch selbst dazu beitragen kannst und dann noch mit gepaart mit einem tollen Bauchgefühl, dann ist es auf jeden Fall ganz richtig für dich. Und ja, ich finde ganz toll, wenn man diese Bestätigung heute auch nochmal durch den Engel bekommt und folge dem Stern deines Lebens. Ich finde, das alleine ist schon, das müsste man oder muss man sich wirklich auf der Zunge auch zergehen lassen, weil klar, wir kommen immer an Wege und wir kommen auch immer an Gabelungen und wir kommen auch immer an irgendwelche Mauern und so, wo wir einfach nicht wirklich weitergehen können. Oder Berge, wenn wir das Lennemore sehen, unser Berg, unsere Blockaden und alles. Die sind halt da, aber die sind auch wichtig und richtig. Wir lernen da draus. Und die müssen auch sein, weil sonst würden wir schnurstracks einfach einen Weg gehen, ohne nachzudenken, ohne zu leben auch wirklich. Weil letztendlich auch mal Schmerzen zu fühlen, ist auch Leben. Das ist einfach so. Und danach kommt auch das Schöne wieder. Und wie schnell können wir dann auch mal Schmerz vergessen oder können es kompensieren durch das neue Glück? Und deswegen bleib du ganz bei dir. Und die Entscheidungen, die bei dir anstehen und die du wirklich aus tiefstem Herzen auch entscheiden möchtest, mach es auch. Weil du bist hier wirklich auf dem richtigen Weg. Und letztendlich, du triffst auch damit auch mit deiner Bestimmung auch die richtigen Entscheidungen für dich.
Und die dritte Botschaft, empfangen. Sei empfänglich. Empfange die Vision für dein Leben. Höre nicht auf Worte, höre auf dein Herz. Sei immer offen für das, was dich erreichen will. Sei ohne Furcht. Wir haben heute aber auch wieder wirklich Karten. Also ihr wisst, und ich nerve euch damit mit Sicherheit auch wieder, wenn ihr Zeit habt, hört alle Botschaften. Das ist sonntags, eigentlich ist das ja jeden Tag. Viele hören ja auch alle drei Botschaften. Aber ich sage euch das ja nicht immer. Aber manchmal, und in letzter Zeit habe ich es doch oft gesagt, und heute ist wieder so ein Tag, wo ich euch das so auch gönne von ganzem Herzen, wenn ihr alle hört und wirklich auch alle für euch anzieht. Also sprich, wenn ihr sagt, ja, die gehören zu mir und die sollen auch zu mir gehören und ich bin das und ich möchte das auch leben und ich möchte damit auch mein Leben kreieren und vorwärts gehen, auch fürs nächste Jahr. Und jetzt die dritte Karte, deswegen sage ich es gerade bei der dritten Karte wieder, ist wieder so, wo man halt wirklich sagen kann, ja, sei empfänglich, sei offen, ne? Lebe deine Visionen, höre auf dein Herz und nicht immer, was andere sagen oder urteilen oder so. Und trotzdem, das habe ich auch bei der zweiten Karte gesagt und das sage ich auch immer wieder, nicht nur bei der zweiten Karte, viele werden jetzt lachen, das sage ich immer wieder. Wenn du alles für deinen Wunsch, für dein Glück, für deine Ziele, für deine Träume gemacht hast, was in deiner Macht steht und du bist dir einfach sicher, dass es genau so gut ist und dein Bauch und dein Herz und so springen, ne? Also mit Gefühlen und du spürst Schmetterlinge, wenn du an diese Ziele oder an dieses Ziel oder diesen Traum oder denkst, dann ist es wirklich richtig und dann macht es auch, ne? Und dann höre nicht auf Worte von anderen und lass sie nicht beeinflussen, lass sie nicht von deinem Weg abbringen. Und es ist wichtig, dann auch mal wirklich in sich hineinzulauschen. Das sagt die Karte auch ganz, ganz klar. Empfange diese Botschaften, dass es genau gut ist, so wie es ist. Und auch du bist genau gut, so wie du bist. Und du musst dir auch niemals was anderes sagen lassen von anderen. Ne? Das sind Leute, dürfen reden und lass sie reden. Und sei da ganz bei dir, sei ohne Ängste. Und vor allen Dingen, sei wichtig ist wirklich immer offen zu sein, einmal hinzuhören, was man auch zu hören bekommt, natürlich von sich selber, von seiner Seele. Was sagen deine Bedürfnisse, deine Grenzen? Was möchte auch gehört werden? Das ist auch ganz wichtig. Ich wollte gerade sagen, wer möchte gehört werden? Aber vielleicht ist es auch noch mal so. Vielleicht möchte irgendjemand auch gehört werden, angehört werden. Und das kannst du gar nicht, weil du einfach auch so in dieser Funktion, im Funktionieren bist und so. Und deswegen kannst du gar nicht so bei dir richtig, also bei dir sein, also sprich auch wirklich dich auch achtsam auch und behutsam auch ja, wertschätzen und auch ansehen und letztendlich auch ja, mit dir selbst auch da im Reinen sein. Ne? Weil manchmal ist es wirklich so, wir haben den Alltag, wir funktionieren einfach und dieses, was eigentlich wir empfangen sollten, diese minimalen Botschaften, die gehen unter oder wir verdrängen sie, weil wir denken, wir haben keine Zeit oder wie gesagt, wir sind nicht gut genug oder wir müssen erst anderes erledigen oder wir müssen erst für andere immer da sein. Ne? Und jetzt ist einfach mal so, hör auf dein Herz, hör auf dich. Was möchte dein Herzlein sagen? Was möchte deine Seele dir sagen? Was sollst du für dich tun? Ich finde das, also die Botschaften sind wirklich so schön und wichtig ist wirklich bei diesem Impuls, bei dem Empfangen, Engeleinchen auch, dass du ohne Furcht sein kannst. Du bist beschützt und du bist ein guter Mensch auch. Ne? Das ist so, wenn man halt immer wieder für andere alles macht und tut, dann ist das was ganz Großartiges. Und das kannst du auch weiterhin auch machen. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber lebe dich auch. Lebe deine Visionen und deine Träume. Und lass dich nicht immer so sehr auch beeinflussen und begrenzen und eingrenzen auch. Ne? Das kommt mir gerade auch noch mal so in den Kopf. Sondern lebe dich. Ganz, 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 ganz ultra wichtig. Ihr Lieben, so, jetzt haben wir die Engeleinchen in Anführungsstrichen hinter uns und jetzt geht es zur letzten Verlosung. Ich komme mir schon vor wie auf einer Kirmes, ne? Kennt ihr das, wenn man dann halt irgendwelche Verlosungen macht und dann, wie heißt es, den Gewinner verkündet. Aber heute am 4. Advent, jetzt geht die Weihnachtswoche los und nächste Woche ist schon wieder Weihnachten vorbei. Ist das nicht krass? Nächste Woche Sonntag ist Weihnachten wieder vorbei. Nicht, dass ich jetzt euch das Schöne hier nehmen möchte und die Illusionen und natürlich die Vorweihnachtszeit, die haben wir noch, ganz, ganz klar.
Ich bin jetzt hier wieder mit meinen schönen Botschaften und die haue ich hier wieder um. Aber ich möchte, dass ihr auch hier seht, wenn ich ziehe. So, ich habe meinen Arm wieder ausgestreckt und kann wieder nichts sehen. Aber wir machen natürlich auch wieder die Probe. So, wer darf noch eine letzte Beratung von diesem Gewinnspiel bei mir haben? Ich gönne es allen von euch von ganzem Herzen. Aber heute sind auch ganz schön viele wieder drin, ne, wie ihr seht. So, Spannung, Spannung, Spannung und... So, ich habe jemanden. Da bin ich mal selber ganz gespannt. Ich mache mal hier. Oh, das ist der Michael. So, den Namen habe ich schon Angst vor gehabt, dass ich den mal vorlesen muss, aber den lese ich gerne vor. Michael Kosakiewicz, glaube ich. Ne? Also entweder Kosakiewicz oder Kosakiewicz. Ich hoffe, du verzeihst, dass ich das nicht ganz perfekt aussprechen darf. Aber lieber Michael, also bitte melde dich bei mir. Die E-Mail-Adresse steht hier unter dem Video in den Shownotes, aber auch in den Kanalinfos. Und am besten meldest du dich schon per Mail so, dass du mir 2, 3 Terminvorschläge schickst, damit wir dieses Beratungsgespräch dann zusammenführen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. So, jetzt mache ich mal wieder hier. Nicht, dass irgendjemand sagt, ja, wer ist das jetzt hier? Sondern ne, ich zeige euch aber hier, dass ich das hier aufmache. Wen haben wir hier? Hier haben wir die Miriam Thomann. So. Wie schön, ich das euch mal beweise. Ne, dass ich, das mache ich alles händisch hier. Ne? Also da habe ich mir jetzt wirklich Jutta Renner. Da habe ich mir wirklich Mühe gemacht jede Woche. Ich hoffe, das könnt ihr auch mal, nicht mal, sondern das auch annehmen, dass ich mir da echt auch, damit es gerecht ist, euch auch SI, damit es gerecht ist und dass ihr auch wisst, dass ich dann auch wirklich das hier nicht irgendwie türke. So, und noch eine hier. Ute Ziegler. Aber ich glaube, dass ihr mir schon vertraut. Aber der liebe Michael, wenn er sich nicht innerhalb von einer Woche bei mir meldet, dann ziehe ich natürlich noch einmal. Aber ansonsten herzlichen Glückwunsch. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften 4. Advent. Genießt den Tag, was auch immer ihr vorhabt, in Anführungsstrichen. Ne? Dieses Vorhaben, das ist immer schon, wenn ich schon ausspreche, denke ich immer so, ja, so viel gibt es ja nicht. Aber das wollen wir nicht immer wieder sagen. Wir wollen nach vorne schauen. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz tollen 4. Advent. Esst viele Plätzchen, genießt die Zeit, tut euch was Gutes. Und ihr Frauen auch, einen Maskentag, Badewanne, Füße hoch. Das ist doch auch schon mal schön. Und nicht nur die Frauen, Entschuldigung, Männer, das weiß ich ja auch. Klar, Männer machen ja auch mal gern Wellness-Tag. Also bitte verzeiht. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen 4. Advent. Genießt den Tag. Ich drücke euch ganz feste. Freue mich auf dich, Michael. Und freue mich auf euch alle, wenn ich euch morgen früh beim Wochenorakel, nicht Wochenorakel, Entschuldigung, beim Tagesimpuls mit den Krafttieren hier wieder hören darf. Bis dann. Dicken Drücker. Tschüss.